Hallo zusammen, herzlich willkommen zu 7 Days to Die, eine neue Aufnahmesession kurz über die Gamescom. Morgen ist soweit, die Gamescom geht los. Morgen ist Mittwoch, ja. Ja, morgen ist Mittwoch, ja genau. Hallo Jack. Hallo, Minjas. Du wirst auch dort sein. Ich bin auch dort. Erstmal live auf der Bühne, Wahnsinn. Und Wodan muss leider arbeiten. Nee. Ich muss arbeiten, ja. Ja, ja. Okay. Ja. Ich habe gerade gemerkt, ich muss mal Wodan einen Zacken leiser machen. Den hatte ich vom letzten Livestream so voll aufgedreht. Ja? Hm. 10 dB, genau. Das meine ich. Wodan. So. So muss es gehen. Wieso hast du hier Dynamit hingelegt? Gerade ausprobiere. Du bist mein. Versuchskaninchen. Ja. Wir haben ja gesagt, wir machen jetzt ein paar Spaßfolgen. Also. Yo, oh, das sieht doch cool aus. Das sah richtig gut aus. Das sogar. Sah richtig gut aus. Ist die Frage, was hat eine bessere Sprengkraft? Und lass uns sagen, mal, du hast ja TNT Fässer, jetzt gemacht. Lass mal ein Fass an die Laterne stellen. Denk mal, ein Fass ist besser. Es waren zwei TNT, lass uns mal anders machen. Ach, es waren zwei TNT, okay. Ja, lass uns das mal hier so ein. Oder wollen wir das aufbauen? Ja, ich würde sagen, wir machen mal, wir holen es mal aus dem. Also, wir haben das Kreativmenü eingeschaltet. Irgendwann hat schon wieder Licht an. Jack, mach das Licht aus. Warum denn? Ist doch gut. Oh, die Fassel. Sonst nichts. Ja, das ist ja die Sonne. Mitten in der Prärie. Du hast schön Licht an. Ne? Hier ist die Lampe wieder an. Jetzt ist es aus. Sieht nur so aus. Wir wollen jetzt erstmal ein paar Tests machen. Was denn TNT, was Fässer und was haben wir noch? TNT, Fässer. Was haben wir noch zum Sprengen? Metal Noob. Du Great Meister. Was willst du denn machen? Ich habe schon wieder nicht zugehört. Ja. Ich würde jetzt einen Turm bauen. Einen Turm. Sprengen, Concrete. Concrete, wirklich? Ja, einfach, was ist denn das Haus? Wahrscheinlich Brick. Brick? Brick. Brick. Okay, ich zieh mir auch mein Ding raus. Brick. Brick. Welches ist wahrscheinlich egal? Okay, wir nehmen mal das hier. Wahrscheinlich nehmen wir mal hier das hier, guck mal. Wir bauen, okay. wir bauen so ein Kästchen hier. Was im Haus ähnlich kommt. Ja. Ja, ups. So. Und dann stellen wir das da drin. Und gucken, was am. Also, wir machen immer so ein U, alles klar, ja. Also, fangen wir mit dem Fass an, oder? Hast du Fässer schon? Ich hab jetzt nur Dynamit. Besorge ich mal Fässer. Ich hab Dynamit, mach ich mal mit Dynamit wieder, ne? Warte mal. Okay, ich warte mal. Gas, ne? Ja. Gas. Aber wir haben übrigens eine Sicherung von der Welt gemacht, nicht, dass ihr jetzt denkt hier, was machen die da? Das denken sie auch so. Was macht ihr da? Ja gut, wir wollen ja was ausprobieren. Ich meine, wir wollen euch auch mal eine andere Folge bieten. So, dann. So, machen wir ein Fass. Mal gucken, was das so kann. Machen wir ein Fass. Ja. Stell dich mal hin und machen wir noch einen Brick vor. Stell dich. Ja, ja. Okay, drei. Wie willst du denn draufschießen? Gar nicht, ich hätte dich erschossen dabei. Ach so, ja, das wäre total witzig gewesen. Du oder ich? Schieß doch. Nein, nicht schieß. Vorsicht! Oha. Sah cool aus, oder? So ein bisschen verzögert. Ja. So Matrix-mäßig. Ja, stimmt. Okay, ich baue nochmal einen hin. Warte. Brauchst du? Achso. Was habe ich eigentlich für welche? Jetzt mal gucken, was ich für welche habe. Der in der Mitte muss weg. Ach, ich habe andere Bricks. Ich habe irgendwie so, sieht aus wie Fliesen. Ich stelle das mal neben dran. Ne, es sieht nur im Grundbau sieht's aus wie Fliesen. Die Wände sehen aus wie Fliesen. Das ist ja auch nur 1200er, was ist das? Ah, okay. Was ist das? Was hat der für eine Stärke? Der hat auch 1200, wahrscheinlich die gleiche denn. Das wird dann ähnlich sein, ja. So, jetzt mal Dynamit. So. Riecht. Sehr weit. Dynamite. Nur eins? Ja, okay. Ja, nur eins. Testet. Ich habe keinen Unterschied bemerkt. Also ich würde sagen, das ist das gleiche, ja. Jetzt sogar gesagt, fast heftiger, oder? Ist mehr Feuer dabei, wenn wir Benzin reinstecken? Was hast du denn hier? Du könntest eine Dynamitstange an so ein Ölfass werfen. Wieso komme ich hier nicht rein? Stimmt, Dynamit, vielleicht müssen wir mischen. Mhm. Nee, vielleicht, ich weiß, was glaube ich, ideal passt. Na? So, pass auf, wir machen noch einen Test. Wir müssen es da nur einmauern. Moment. Ich habe mal ein Auto hingesetzt. Und jetzt? So, und jetzt gucken wir, was da passiert. Wenn ich jetzt mal Autos halt an die Außenwand. So, jetzt setzen wir das mal hier. So.
Nice. Ich höre in Jack seine Stimme in gewisse Erregung. Ja, das war nicht schlecht. Hast du auf einer Seite offen? Bei dir? Vorne oder hinten? Ja, hinten. Hinten, okay. Das wird was. Ich freue mich. Und oben zu, ne? Ja, genau. Wenn selbes die Prinzip. Explosionskraft bündeln. So. Okay. Tiefgarage. Ach ja, lass den Zombie kommen und dann schießen wir halt drauf. So, warte. Die hat da schon, ja, die hat schon gerufen. Juhu! Ist oh, egal, wenig, ja. Bisschen Party. Bisschen. Ja, von der Richtung. Achso, okay. Na komm. Oh Mann. Oh, noch einer. Ah, ihr habt die wieder gar nicht getötet? Nee, die waren nicht tot. Na ja, dann. Und die. Oh. Was war denn das? Ich hab mich verdrückt. Was hast du denn gesetzt? Alter, was hast du? Ich hab den Scheiß. Mit Fleischhammer und Kreativmodus, gar nicht gute Mischung. Oh nein. Ich werd hier angesprochen von irgendwas. Ach, hier unten ist noch ein Dicker. Bin ich hier unten drin. Oh mein Gott, tut mir leid. Du kannst ja schnell wiederkommen, ne? Ja, natürlich. Oh mein Gott. Mach doch erst den Dicken. Welcher Dick? Jetzt. Ich denk grad, warum bin ich nicht tot? Jetzt haben wir Halligalli. Okay, Problem hier. Warte, ich komm. Nee, warte mal, ich glaube, okay, der Dick ist tot. Ah, er ist auch ein Zombie-Bär übrigens. Wie ist hier, Hölle los? Ach du Güte. Boah, ein Zombie-Bär. Na super. Oh, lass uns ihn mal wegholen. Hinter dir! Ja. Ja, ich muss nur. Wie denn hier ausgelöst? Haben wir irgendwas verwechselt? 42, 49 kommen wir. Nee, nee, nee. 7, 14, 35, 42, 49. Hier ist ja auch noch eine. Die hat schon wieder geschrien. Na toll. Oh, meine Knarre ist kaputt. Kaputt? Wir haben das im Kreativmenü. Ja. So nur eine Spaßfolge. Komm. Mensch, ich treffe hier nicht. Spucker. Wo ist meine Munition hin? Eieieiei. Nein, nicht zu mir, du Penner! Oh. Das war aber knapp. Diese Pupsgeräusche immer noch. Entleerung beendet. So, warte mal, ich hole mir mal ganz schnell aus dem Kreativmenü noch einen Sniper. Und Munition hier. Hab ich meine Autos verloren? Da lagen irgendwo noch Autos. Ach, man kann nur einzelne Parts rausziehen. Aber auch nur, Sind es die Parts, die ich in der Tasche habe? Ich bin im Kreativmenü und krieg nur einen Sniper ab Parts. Ach, hier vorne, 410er. Die ist eigentlich nur so. Ich weiß es doch nicht. So, 7 Punkt. Da sind sie. So, Munition habe ich auch. So, ich habe da mal ein Stück Dynamit hingesetzt. Nur ein Stück Dynamit jetzt? Ja, nur eins. Aber vorne dran, oder was? Stück. Ja. Okay. Ja, gut, ist ja wahrscheinlich das gleiche, ist ja nur der Block. Warte, ich muss mal meine Grundaufgabe in diesem Spiel überhaupt nachkommen. Die da wäre? Achso, nee, Screenshots. Ja, logisch. Ich schieße. So. Do it. 3, 2, 1. Huch! Oh mein Gott. Meine Fresse! Also ein Dynamit reicht, um so ein Auto. Ja, aber man sieht auch, dass das Auto. Guck dir mal das Loch an. Dass das Auto eine extrem geile Sprengkraft hat. Meine Fresse. Oh, da könnten wir auch mal. Weißt du, was wir machen können? Oh, ja. Mir fallen so geile Dinge ein. Mhm. Wir machen hier die Mythbusters. Wir stapeln Autos. Müssen doch gehen. Wir stapeln Autos. Ja, probier mal. Setz mal rein. Ich muss gehen. Und? Ja, kein Auto. Moment, ich muss näher ran. Superman! Noch näher? Ich krieg's nicht. Ah, jetzt. Okay, jetzt. Ah, jetzt. Zack. Oh, oh. Nein? Ich gehe schon mal zurück. Das sieht nicht gut aus. Ich hab Bock. Oh, echt, ja? Ja, dachte ich so. Als okay. Ich muss nur das Problem ist, du musst mir den. Wollen wir übertreiben wir noch nicht. Jetzt lass ja, gut. Machen wir einer geht noch, komm. Wollen wir drumherum und noch wieder was bauen oder einfach lassen?
Sollten wir machen, oder? Weil diese wegfliegenden Brocken sehen natürlich. Ist was geil cool wäre, wenn die Wand vielleicht zwei dick wäre oder so. Okay, oder probieren wir das mal wegen der Sprengkraft. Okay. Hm. Ja. Wo dann? Bitte? Ich baue. Nee, lass mal. Das sieht was? Nicht gut aus. Schnapp dir. Mache. Schnapp dir. Ich kann da keinen setzen. Also da muss ich eine Lücke lassen. Das ist natürlich jetzt sehr schade. Kann man nicht irgendwie hochgleiten und dann immer so eine Bahn hochziehen? Leider nicht, ne? Ist ja hier. Ach du Scheiße. Nee, das Problem ist der Abstand. Haben sie noch nicht begriffen, dass man sowas wundervoll, dass sowas wunderbar funktioniert hier, zum Beispiel in Imperium. Galactic Survival. Survival. Ja, wir müssen auch mal ein paar Quatschfolgen machen. Ich meine, Sprengungen sind ja Jack sein Element und wir haben wirklich wenig gesprengt. Ein bisschen, also vor der Aufnahme dachte ich mir, ja. Du bist untersprengt. Und dann hat dich das Adrenalin wieder eingeholt. Als die erste Druckwelle meine Hosenbeine erfasste, war ich dabei. Wo dann? Jetzt nimm dir mal verdammt nochmal hier so eine Dinger und jetzt setz dich hier rum. Das dauert. Dinger? Ich bin nicht so oft im Kreativmodus. Konkret. U einfach. U und holst dir Bricks. Also B-R-I-C-K. Und am besten die oben rechts, die habe ich auch. Die haben die gleiche Haltbarkeit wie die hier. Uiuiuiuiui. Ich bin mir nicht sicher, ob die zwei nicht etwas. Du hast ja das Ganze mit einem Dynamit ausgelöst. Das heißt, so ein Auto hat ja schon eine fantastische Sprengkraft. Die hat die, ja, das geht eher um die Sprengkraft des Autos, ja. Der Dynamit ist nur das dafür. Ist so der Zünder. Genau. Zwei reicht auch. Nächste müssen wir mal ausprobieren, wie weit können die voneinander entfernt sein, um trotzdem zu explodieren. Ach, so eine Kettenreaktion. Ja. Ja, so ein Stau praktisch simulieren in der Wissenschaft. Wann und wann stürzt wo dann sein PC ab? Nee, wenn, dann macht der Server hier. Das war ja Feierabend. Also ich kann mich erinnern, ich habe mit Jack du denn so hoch? Vorsicht. Ja. In der einen Staffel haben wir doch am Ende das Haus ge... Wo sprengen wir denn? Sprengen wir von oben? Mit der, wegen der Übersicht? Ach so. Also soll ich unten zoomen, die Vorder... Hast du schon unten was zwischen reingelegt? Ach, ah, wollte gerade sagen, eben. Eine Nein, ich, wo wir zumachen, die Front. Oder lassen wir alles vorne offen, dass wir die Autos... Ah, ich mach hier vorne zu, bitte. Lass nur den innen offen, der... Ich nur wieder sehen, wie ich sterbe an so einem Brocken. Nein, du kannst dich ja wieder zurückporten. Wir machen jetzt ehrlich, wir machen ja eine Spaßfolge. Also, ups. Das heißt ja. Nicht nein. Das heißt ja gut, nicht also nein, was ich auf jeden Fall sehen will, und das könnte allerdings Serverprobleme verursachen, massiverer Art. Ich würde gerne das Krankenhaus einstürzen sehen. Oh ja, das... Ich meine, das wäre richtig cool, wenn wir das untenrum einmal pflastern quasi. Genau, das ist praktisch nur der untere Teil weg. Genau. Das ist so meine Idee gewesen. Das wird... Das ist Finale, so wie damals mit Legos als Kind. Wir haben vorne keine zwei, ne? Wir haben hinten zwei, aber vorne nicht. Nee, vorne haben wir nur ihn. Sag ihnen noch. Also das Krankenhaus einstürzen sehen würde ich gerne mal einfach allein wegen der Masse an Steinen. Wobei das Haus hier nebendran könnte auch schon ideal werden. Wobei, da müssen wir wahrscheinlich einen Cut machen. Bis wir das zugepflastert haben mit Sprengmaterial. Ja, ne? So. Ich überhitze gerade massiv. Ich glaube, ich mache mich mal nackig. Aber die Texturen von diesen alten Blöcken oder auch von deinen? Aber ja. Die von deinen sind ein bisschen verwaschen, aber. Die sind so, vor allem sind die auf einer Seite sehen die aus wie ein ja, stimmt. Ein Schlachthaus wie Glas oder so. Irgendwie. Ja, also spiegelnd. So. Drittbestes Asbest. Nee, dauert noch. Hier oben ist noch nicht. Aber wir gleich haben wir's. Ich bin sehr gespannt, ob das auseinanderdrückt, aber ich gehe schon mal davon aus. Ist halt die Frage, wie die Physik in dem Spiel funktioniert, gell? Ob die Physik sagt, dick eingepackt, also wie so ein Böller. Der Böller ist ja auch nur, hat die Sprengkraft auch nur deswegen, weil er halt mit Papier hart entwickelt ist. Ja, unter Druck steht, ja. Ach, erinnere mich mal nach der Aufnahme, ich muss dich noch was fragen. Mich? Ja, ich brauche doch neue Reifen, scheiße. Ah ja. Ich habe einen Nagel im Reifen. Ja, also kannst du sparen an dem. Oh, wobei, komisch. Kannst du doch auch, meinst du nicht? Naja, ja, können wir nachher erklären. Müssen wir nachher mal schnacken. Ja. Ja, es kommt drauf an, auf einer gewissen Stelle kannst du was auch noch flicken, aber ich muss halt die Eventualitäten abklären. Ich brauche halt kurzfristig Reifen. Ah ja. Verstehst du? Nee. Vitamin B. Und die wieder welche mitbringen. Nee? Kurzfristig, ja.
Nee, noch kurzfristiger, bevor ich losfahre am besten, weil mit dem Nagel im Reifen losfahren ist so ein bisschen schade. Okay. So, so, so. Ich hab hier auch nochmal die überschüssigen Steine abgeräumt. Nimm dir doch einen Bohrer. Ja. Geht schon. Ja. Okay, ist die Frage, ob die Explosion. Ja, oben haben wir nicht keine zwei Schichten. Sollen wir noch eine zweite Schicht drauf machen? Ach, egal. Na, guck dir das Ding doch mal an. Okay, also wir haben jetzt praktisch ein Haus gebaut. Großes Loch. Ja. Da ist Alter Loch. Freund. Und da ist Dynamit davor. Da können wir ja selber drin schreiben. Willst du was draufschreiben? Nee. Ja. 3, 2, 1 oder so. Ja. Okay, bereit? Warte, ich gehe in die Screenshot-Stellung. Du hast übrigens deine Sachen nicht an. Das ist normal. Das muss so. Außerdem bist du irgendwie so ein Asphaltkrabber. Ja, ich hab mich in Asphalt. Die Pferdchen im Asphalt schwimmen. So, los. Tschüss Surfer. War schön mit euch. Ja. 3, 2, 1. Oh je. Oh je. Ich muss weg. Warte mal, lass mal loben noch. Ach du Schande, was ist denn das hier für ein... Cover me! Ist jetzt, ja krass. Was ist jetzt stehen geblieben? Die hintere Wand? Oder? Da können wir jetzt Fenster reinmachen. Da haben wir schon mal das einen Rücken. Das heißt, die Sprengkraft nach vorne ist nicht... Also die waren... Die waren aber nicht dreifach. Die waren nicht dreifach, nee. Nein, zweifach. Die waren nur zweifach, ja. Die Sprengkraft ist halt... jetzt wäre nochmal voll... Wir lösen das. Moment. Nee, warte. was willst du machen? Na, guckt euch das doch mal an. Auto hinsetzen. Nee, lass uns mal hier unten ein bisschen Sprengstoff ransetzen nur. Ja, hab ich. Oh Mann. Ja, hab ich. Da hat ein Auto geparkt. Ich würde gerne wissen, ob die Wand denn einstürzt, so wie wir ja, das eigentlich machen wollen. Denke ich schon. Da, ja. Mach mal. Bevor das passiert. Nein. Bereit? Jo. Wow. Oh, guck mal, das Auto ist oben verpufft. Yep. Vielleicht explodiert es gleich noch um uns herum. Gut, dann machen wir jetzt abschließend noch den Test. Diese, wie weit die Abstände brauchen, weißt du, um hochzugehen. Ja. Also, wir setzen hier mal eins hin. Und was machen wir als erstes? Drei Abstand vielleicht oder zwei. So. Das sind jetzt, wenn wir da sind, da passen noch wie viel dazwischen? Moment, ich teste mal. 1, 2, 3 Autos, würde ich sagen, passen noch dazwischen. Probier mal. Einfach nur einmal Dynamit dran und einmal sprengen. Oh, weg! Achso, das ist Dings. Achso, ich dachte gerade. Wie viel setzt du denn da? Ich setze jetzt nur eins. Nee, ich okay, alles klar. Okay. Nee, das sieht aber auch geil aus. Ne? Wie das so wegspringt? Wie das wegspritzt, das sieht echt cool aus. Okay, das langt nicht. Gut, dann setze ich daneben noch eins. Was war also da? Scheinbar drei. Ja, das war ein Test hier. Wie viel Abstand brauchen die Dynamit? Geh mal weg. Komm mal zu mir. So, guck mal. Jetzt sind es ungefähr eine Auto. Eine Autobreite Abstand. Hast du noch irgendwo was? Nein, nee. Okay. Nein. Geh mal weg, Mias. Ja. Also, 4 scheint bei Dynamit zu funktionieren. Ja, probier mal. Setz mal ein. Spreng mal das Auto, was Richtung Krater ist. Einfach nur, um zu sehen, ob das jetzt das nächste Auto mitzündet. Aber zugegebenermaßen haben die Autos die meiste Sprengkraft, ne? Ja, auf jeden Fall, ja. Ah, guck mal. Okay, hat er nicht. Aber vielleicht setzen wir jetzt nach rechts noch mal eins, nach links noch mal eins daneben. Dann müssen wir vielleicht in der Mitte noch mal einen Sprengstoff setzen. Warte, das geht irgendwie nicht. Du stehst da. Ja. Nicht direkt daneben. Wie denn sonst? Der gleiche Abstand vielleicht noch mal, nur dass wir diesmal ein Dynamit dazwischen legen. Okay, dazwischen legen, ja, das kannst du probieren. Leg mal dazwischen, ob das genau. Für mich so wie ein Kameramann. Oh, und Action! Kannst du fliegen, mach doch. Ja, das stimmt, ja. Ist leichter. Ja, war doch gerade. Ah ja. 3, 2, 1. Holy crap! Das sieht aber. Was da ist runtergekommen? Das hat Blöcke regnet, ne? Das sieht aber beeindruckend aus, haben sie ja. Haben sie gut gemacht, du. Nice. Haben sie gut gemacht, ne? Ja gut, pflastern wir kurz das Haus, oder? Jetzt hast du das Kind in ihn geweckt. Pflastern wir zum Abschluss das Haus und dann... Ja. Außenrum oder innen? Folge? Also wäre natürlich viel cooler, wenn es von innen explodiert, ne? Oh ja. Reinstellen oder was? Okay. Ja, ja. Oder? Oh, ob ich da Autos setzen kann, das weiß ich aber nicht. Ach so. Warte mal, ich probiere mal. Also innen an die Wände oder was an den Außenbereich? Ja. Mal gucken. Nee. Autos setzen ist echt schwierig, weil die anscheinend
Schau mal, Dynamit. Nee. Nee, die brauchen anscheinend Platz. Warte mal. Nee. Den gewissen Abstand brauchen, oder was? Nee, geht dann nicht. Also ich kann, also kannst gerne mal selber probieren. Nimm dir mal einen roten Sedan raus. Schon. Sedan? Sedan? Sedan Sommerschuh. Ich kann die wahrscheinlich auf freie Flächen setzen, aber... Geht es? Nee, ich möchte sagen, ich bin schon beim Setzen der Mietstangen. Setzt du die innen? Ja. Okay, dann würde ich mit Fässern nachkommen. Ich meine, die haben auch eine schöne Sprengkraft. Jo. So. Und zwar müssten wir die Grundmauern schwächen, ne? Oh, hier war er schon. Okay. Mhm. Für mich irgendwie nicht so. Sicher? Sicher. Nur keinen Scheiß brauchen jetzt. Rauchst du etwa? Genau, während der Arbeit. Mal immer. Also, dann kann ich mich besser konzentrieren. Gibt es ein Problem mit? Noch nie ein Problem mit, ja. Ich kann mich so besser konzentrieren. Rauchst du? Ich kann mich besser konzentrieren, ja. Gibt es da Probleme? Ja, und das nächste größere ist dann. Ach du Scheiße. Krankenhaus? Ach du Scheiße. Nee, ist jetzt nicht dein Ernst hier, oder? Kannst du nicht. Hallo? Wie hallo? Durch doch, die Wände, du brauchst da nicht noch extra. Na, du machst das schon. Du machst das schon. Und das nächste größere Projekt ist, wird dann das Ding sein, ne? Das Krankenhaus. Aber und das danach dann die Fabrik oder so. Die Fabrik. Mal gucken, wie weit wir kommen heute. Ja. 2 Stunden. Also wir machen jetzt nur ein paar Folgen. Das wird jetzt nicht dauerhaft durchziehen. Wir wollen ja noch ein paar PvP-Folgen machen. Was? Achso, ja. Hallo, Schwester. Dann kann ich ja auch demnächst anfangen, hier so die Arena zu bauen. Die Arena, ja, die machen wir natürlich während der Aufnahme. Die Hunger Games Arena sozusagen. Die sich verschließt, kleiner wird. Nein. Ja. Immer, ja. Klar, ja. Yeah. Verstehe dich. Das sollte es auch nicht sein, sonst rennst du dir ja nicht vor die Schiene. Natürlich nicht. Nee. Vor dem Bogen. Wir müssen halt mal gucken, ob der Amboss nicht vielleicht zu viel Schmackes hat. Ja, ich fand den Bogen besser, weil du vorher noch so... Aber wir setzen nur unten Fässer. Ich setze oben oder Dynamit. Setz oben. Okay. Außen nochmal oder nur von innen? Nö, nur von innen. Ich habe mal auf der Herdplatte auch ein Fass gelegt. Nicht, dass der tief geht. Okay, ich gehe nochmal alle Räume durch. Hier noch. Erstmal untenrum, ne? Untenrum. Erstmal untenrum. Ja, wahrscheinlich reicht das schon. Wir müssen noch aufpassen. Ich kann mich nicht beim letzten Mal erinnern, wo wir die Aktion gemacht haben. Da war das Thema, Zombies, dass irgendwann das von alleine losgegangen ist, weil so ein Zombie gegengeschlagen hat. Genau, ich höre die gerade da unten rummachen. Ach, wo dann? Kannst du dir mal erklären mit den Zombies? Ja, da haben Debug-Modus auch an, ne? Also denk dran, mach den Debug-Modus an und... Ich hab hier nur Haare. Oh, ich hab kein gutes Gefühl, wenn ich mit Sprengsammel drin rummache. Draußen ja, ja. Alles gut. Okay. Ich zieh schon mal eine Zündschnur nach draußen, ne? Ja. Oh, ich glaube, der Server kollidiert aber mal richtig. Definitiv, der wird schön gute Nacht sagen. Für länger. Also wenn wir jetzt nur eine Folge rausbringen, wisst ihr Bescheid. Auch oben, sagtest du auch? Mach ich jetzt, ja. Also nicht oben, nein. Nein, okay. Also dann habe ich jetzt zu viel gesetzt, tut mir leid. Also es sind nicht ein paar. An die Säulen setze ich vor allen Dingen mal, ne? Ja. Auf jeden Fall auch die Träger wegmacht, sonst wird das Ding nicht einbrechen, gehe ich mal davon aus. Die Sprengmeister. Seid ihr auch ganz sicher, dass das Gebäude weg muss? Oh, verwechselt. nicht, oder? Natürlich, ja. Habt ihr das Memo nicht bekommen? Das sollte doch stehen bleiben. Ja, es tut uns leid. Es war eine Straße weiter. Wie schlimm kann es sein? Schandfleck. So, hier drin nochmal irgendwie. Oh Mann. Hier hast du ja gar nichts gemacht, Digga. Hier hast du nur die Außenräume gemacht. Du wurdest doch immer fauler, denn, ne? Wie, welche Außenräume? Na hier, wo nur die Ecken sind hier nur platziert. Ja, ich dachte, die Wände, Außenwände müssten lang.
Nur die tragenden Wände. Nur die Ecken hast du. Ja. Oder war es Woda? Nein, ich bin hier draußen bei den Zombies. Hunger immer noch. Oder? Alles gut. Schieß nicht aufs Gebäude. Ich mache jetzt für den vorderen Bereich mache ich eine Zündschnur, ne? Ja. Hier ist, nein, das ist aber nicht gut. Hier steht die Kiste mit unserem Saft drin. Egal, wir haben ein Backup. Ist egal. Was? Naja, vor der Tür steht die Kiste mit unserem Saft, den wir ab. Hier ist ein verrückter Nackter, der legt eine Brennspur. Ja. Das ja muss ja auch richtig geil aussehen. Vor allem, wir haben jetzt 18:35, wenn das in der Nacht hochgeht. Oh. Dann klappt es auch mit Nachbarn. Machen sie auch Partys? Nein, wir springen. Nein, wir springen nur. So, Jack, ich würde sagen, wir probieren es, oder? Warte mal ganz kurz hier, ne? Die Säulen in der Mitte, hast du die? Ja, ein Raum ist überhaupt nicht gesetzt. Ja. Ja, im Innenbereich die Säulen habe ich. Nee. Doch, hier nicht. Och. Doch, die sind da, wenn, dann sind sie von einer Seite immer. Kannst ruhig gucken kommen, aber hier stehen keine Fässer, Freund. Alter, Dynamit ist doch auch noch. Den Brunnen habt ihr vergessen. Moment. Hier steht nichts. Ja, der löscht das Ganze wieder. Ah. Ja, auch nicht. Oh, es macht Spaß. Ja. Oh mein. So, 25 Minuten Folgenhalb, 26 Minuten Folgenhalb. Wir kommen gleich zur Sprengung. Ja, das sieht gut aus. Jetzt haben wir. Also, ich glaube nicht, dass deine Seite einstürzen wird. Aber wir probieren das jetzt einfach mal aus. Wo ist deine? Hier geht's los. Warte mal, wir müssen gucken, dass die sich verbinden in die anderen Räume. Ja. Stimmt das? Ja, nicht. Sonst macht's keinen Sinn. Hier muss noch. Ja. Ja, hier sieht's gut aus. Nice. Das sieht gut aus. Dann. Gehen wir mal hier hin drin. Ja. So, ich denke, das müsste gehen. Okay, ab vor die Tür. Jupp, warte. In den Frontalbereich. Ja, da und dann nehmen wir mal hier eine schöne Schippe. Aufnahmeposition ein. Oh, mit der Sonne im Hintergrund. Warte. Ja, so. Sieht super aus. Wir machen erstmal, ich mache glaube ich ein Vorher-Nachher-Bild oder so. Ich weiß auch nicht. Mal gucken. Hm. So, ich mache erstmal einen Screenshot. Sieht gut aus. Dann haben wir mal erstmal F der Licht aus. Mann, jetzt! So. Ja, schwitzt schon. Und darf ich? Du kannst, warte, dann, kann ich? Ja, dann mach. Go, ja, go. Oder? Ecke? Machen wir es mal von der Seite, das sieht eindrucksvoller aus. Alles klar. Go for it. Ich würde jetzt übrigens eine Wette abschließen. Linke Seite wird nicht komplett zusammenbrechen, okay. Rechte Seite wird in Schutt und Asche. Also schon voll. Wuhu! Oh mein Gott. Bam, delicious. Okay. Oh mein Gott. Okay. Guck mal, die Brocken kommen gar nicht runter. Nee, die schweben oben. Einige Frames bleiben einfach mal oben stehen. Rechte Seite, jetzt fängt's an. Hier, Dynamit. Ja. Zerlegt auch komplette Etagen. Oh, da hast du Glück gehabt, ey. Da hast du jetzt aber Glück gehabt. Guck mal. Das ist direkt ein Brocken von mir. Alter, sieh dich da eigentlich. Ich will mich gar nicht bewegen hier. Und? Ah, nee. Da wird schon noch was passieren, aber. Ich denke auch, vielleicht muss erstmal einiges berechnen. Sag mal, wie sieht's aus jetzt? Wo könnte der Block jetzt? Ich kann mich nicht bewegen, aber ich hab weggedreht. Ich wollte zu euch gucken. Ich bewege mich nicht. Genau weiter? 6 FPS haben wir hier. 5. Okay. Wie geil. Guck mal. 13 Grad. 9. Die Sonne wird verdunkelt von den ganzen Frames. Aber die linke Seite wird aber auch nicht weiter, oder? Passiert da was? Na doch. Ey, das Spiel weiß es noch nicht, ob es reagieren muss. Ah, wir warten noch einen Moment, glaube ich. Ja. 30 Minuten mal folgen halt. Reich. Ja. Also du siehst hier, rechte Seite fehlen komplette Außenmauern. Oh, Alter, das war jetzt eine schöne Explosion, ja. Krass. Und? Nee. Hallo? Ach, jetzt, okay. Nee. Moment. Oh, hinten fehlt jetzt noch die Wand schon. Schön. Passiert hier noch was? Ich steig mal hoch. Oh, ja. Es sieht aus, als wäre es in der Matrix, oder? Mit den ganzen Brocken, die hier fliegen. Krass, guck dir das an.
Oh. Ein Trümmerfeld. Schön. Jetzt kommt so ein Familien-Van um die Ecke. Hallo? Und? Okay. Ich glaube noch nicht, dass er noch nicht fertig ist. Ich glaube nicht, dass linke Seite sieht nicht so gut aus. Ja, bis jetzt sind die Brocken ja noch nicht mal gelandet. Ich glaube, der Server stirbt jetzt eher, bevor das hier aufhört. Ich glaube auch, die ganzen Brocken berechnen. Das alles. Aber rechte Seite dürfte eigentlich so gut wie fertig sein. Ihr könnt. Naja, du hast schon rechts, links passiert ja nicht viel. Nicht viel. Und? Noch eine? Ah, jetzt. Ja, ja. Okay. Könnte sein. Oh. Könnte sein, dass er rechts gleich fertig ist. Und? Ich will noch nicht zu nah ran gehen hier. Oh, Trate ruft an, wir haben das Rechenzentrum runtergefahren. Sagen Sie mal, hallo, was machen Sie hier? Von wir haben Ihnen nochmal 2 Giga Billard gegeben. Billard. Jeden 10 Days vorher. Das ist also irgendwie ganz komisch. Ich würde sagen, mit Standbildern verabschieden wir uns aus einer Folge 7 Days to Die, die ihresgleichen sucht. Wir sehen uns zur nächsten Folge wieder und dann werden wir euch das Ergebnis präsentieren, wenn sich die Brocken überlegt haben, wann sie mal wieder zum Boden fallen. Oh, der sieht gut aus. So. Bis zur nächsten Folge. Macht's gut. Tschüssi. Tschüssi.